Hallo, wir begrüßen euch zu unserer sechsten Juma-Sendung hier am Berzdorfer See. Ja, wir wollen heute mit einem etwas ernsteren Thema anfangen. Und zwar feierten die Ostritzer vom 20. bis 22. April das Friedensfest. Und was es damit auf sich hat, das erzählen euch Lukas und Nathalie. Das Friedensfest in Ostritz ist für mich eine ganz, ganz wichtige und mutmachende Veranstaltung. Ein Anlass zu zeigen, dass ich ein friedlicher Mensch bin, hier gerne in der Region lebe und auch das Ansehen dieser Region positiv nach außen tragen möchte. Für dieses Wochenende das Wichtigste, was es gibt. Bunte Vielfalt, tolle Atmosphäre, blauer Himmel, Sonnenschein. Ein gutes Zeichen, das Bürger für andere Bürger in der Region gestaltet haben. Ostritz steht Kopf und das 3 Tage lang. Denn an diesem Wochenende findet hier das Friedensfest als Gegenveranstaltung zum rechtsextremen Schild- und Schwertfestival statt. Aber was macht das Friedensfest überhaupt aus? Dazu haben wir im Vorfeld mit 2 Mitgliedern des Organisationsteams gesprochen. Was ist Ihr persönliches Anliegen an dieser Veranstaltung? Naja, eigentlich erstmal Flagge zu zeigen, dass neonazistisches Gedankengut hier absolut nichts verloren hat, eigentlich nirgendwo in Deutschland. Wir als normale Menschen, wir als normaldemokratische Menschen wollen hier auch leben und wollen das auch zeigen, dass es uns hier gibt. Das Wichtigste für Ostritz ist eben, ein friedliches Zeichen zu setzen. Und deswegen haben wir das Fest auch Friedensfest genannt. Diese Veranstaltung kommt aus der bürgerlichen Mitte. Hier hat jeder die Möglichkeit gehabt, mitzutun, ohne irgendwelchen Zwängen zu unterliegen. Und ich denke, das ist auch für unsere Demokratie und für eine gelebte Demokratie ganz wichtig, dass es so ein Engagement gibt. Also ich freue mich schon sehr auf die Veranstaltung insofern, dass sie überhaupt stattfindet und dass man hier zumindest auf dem Markt wirklich friedlich und schön und gemeinsam feiern kann. Und ich hoffe auch, dass es so eine Außenwirkung hat, dass es für die Rechten unangenehm wird, sowas hier nochmal zu versuchen. Am Freitag wurde das Friedensfest durch Dr. Michael Schlitt, den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung IBZ St. Marienthal, und Michael Kretschmer, den Schirmherrn der Veranstaltung, eröffnet. Nicht das Bild dieses nice Hotels ist das, was uns ausmacht, sondern Bilder wie das IBZ. Nicht die gröhlenden Nazis, sondern die fröhlichen, freundlichen Menschen, die für Demokratie stehen, die sich gemeinsam für ihr Land und für ihre Ortschaft engagieren. Das ist Sachsen, darauf können wir stolz sein, liebe Freunde. Verschiedene Bands unterhielten die Besucher mit fröhlicher, munterer Musik und lenkten den Fokus auf das gemeinsame Feiern. Als Zeichen des Friedens bildeten die Besucher rund um den Marktplatz eine Menschenkette, welche mit Kerzen für eine beeindruckende Atmosphäre sorgte. Der Samstag bot für Groß und Klein ein vielfältiges Programm. Begleitet von einem großen Markttreiben liefen mehrere Veranstaltungen parallel ab, sowohl im großen Festzelt als auch in einem weiteren Zelt der sogenannten Kinojuchte. Quer durch die Kulturlandschaft wurden neben zahlreichen Lesungen unter anderem auch Theaterstücke wie das vom Camillo-Kino aufgeführt. Lokomotivenspeis. Der zischende Dampf. Der Dampf aus dem Kessel, das weiß ja ein jeder, der Dampf treibt die Kolben. Aber kann bei einer politischen Gegenveranstaltung wirklich gute Laune aufkommen? Wir mischen uns unter die Leute und fragen nach. Super, ich bin völlig begeistert, dass so viele Menschen gekommen sind, dass die es vorbereitet haben, so viel Liebe, Energie und Mühe hier reingesteckt haben und in kurzer Zeit so ein Riesenspektakel auf die Beine gestellt haben, bin ich ganz begeistert. Das Friedensfest ist für mich ein guter Ausdruck, sich zu positionieren als Bürger gegen Rechts und gegen überhaupt Gewalt und Ausländerfeindlichkeit. Die Stimmung ist gut und man kriegt nicht so viel davon mit, was auf dieser anderen Veranstaltung, deswegen das Friedensfest ja stattfindet, was da so passiert. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist schön bunt, ganz verschieden, also viele Aktivitäten für Kinder, sehr unterschiedliche Musik, sozusagen für jeden Geschmack. Oder kommst du? Ja. Ich kann nicht mehr verweilen und gehe ich auch nicht.
Stimmung auf dem Marktplatz ist für die Besucher sehr, sehr friedlich und freundlich. Und so hatten wir es uns auch erhofft. Für die Organisatoren, die Polizei, ist natürlich viel Arbeit im Hintergrund, damit es friedlich ist und friedlich bleibt. Aber der erste Eindruck ist toll. Und bei dem Wetter hier zu sein, ist einfach toll, ja. Und was ich so wahrgenommen habe, hier sind ja viele Leute, die mit ihrem Engagement Vereine oder überhaupt, ich war gerade in einem Stand, wo eine Frau gesagt hat, wenn die kommen am 20., dann setze ich mich mit meinem Strickzeug hier auf den Markt und die strickt da und hat da eigentlich nur das Zeichen zu setzen, ich bin da und zeige Gesicht. Neben zahlreichen kinderfreundlichen Aktivitäten und Infoständen gab es viele Vereine, welche durch ihre Anwesenheit und ihr Engagement diese Aktion unterstützten. Wir sind eine Einrichtung, die in Görlitz aktiv ist oder in Görlitz ansässig ist und haben einfach den Aufruf gesehen und haben gedacht, da müssen wir einfach Gesicht zeigen, weil wir auch, sag ich mal, grenzüberschreitend tätig sind. Ich finde es sehr wichtig, dass ein kleiner Ort wie Ostritz sich ein Stück zur Wehr setzt, aber vor allen Dingen ein anderes Gesicht nach außen zeigt. Ein Gesicht, das bunt ist, vielfältig, das für Weltoffenheit und Toleranz steht. Und deswegen bin ich auch gern hierher gekommen, weil diese Initiative, die ja hier von Ort ausgeht, von der Stadt ausgeht. Diese Initiative unterstütze ich auch gern. Am Nachmittag des Tages ließen die Besucher gemeinsam Luftballons in den Himmel steigen. Diese Aktion rückte die Aussageabsicht des Friedensfestes in den Vordergrund. Toleranz, Frieden, Offenheit, Gerechtigkeit. Gemeinsam, egal welchen Alters und welcher Erscheinung, den Moment genießen und die Demokratie und ihre Freiheiten zu leben. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Friedensfest ein buntes und fröhliches Fest ist, mit vielen Akteuren, die bei dem schönen Wetter für gute Stimmung sorgen. Viele Menschen haben den Weg nach Ostritz gefunden, um gemeinsam zu feiern und zusammen für kulturelle Vielfalt, Demokratie und ein gemeinsames Miteinander einzutreten. Und diese Atmosphäre genießen wir jetzt noch ein wenig. Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen Fußball spielen gehen. Ja, mehr kann man im Görlitz auch nicht machen. Naja, ich habe gehört, dass im Kühlhaus eine Menge neu sein soll. Und was da? Henninger hat sich doch damit beschäftigt. Schauen wir doch mal rein, oder? In Görlitz ist nichts los. Görlitz bietet für Jugendliche wenig Möglichkeiten, sich zu entfalten. In Görlitz kann man nicht mal richtig Party machen. Wo gibt es schon einen Ort, an dem man selbst kreativ sein kann? Und haben wir irgendwo einen Ort, wo man richtig cool BMX fahren kann? Jugendliche, die solche Äußerungen machen, haben sich einfach nicht genug über ihre eigene Stadt informiert. Es gibt sehr wohl einen Ort, wo man sich so richtig austoben kann und der zusätzlich auch ein einzigartiges Flair besitzt. Die Rede ist vom Kühlhaus, welches abseits des Görlitzer Zentrums in Weinhübel liegt. Seit 2008 wird am Gelände gearbeitet und für die Zukunft sind noch viele Pläne vorgesehen. Doch wie ist das Gebäude zu dem geworden, was es jetzt ist? In der DDR wurde das Kühlhaus als Lebensmittelstaatsreserve genutzt. Rund 60 Arbeiter sorgten dafür, dass die Lebensmittel über Züge in ganz Europa verteilt wurden. Obwohl das Görlitzer Kühlhaus eine wichtige Rolle für den Staat spielte, wurde die Arbeit im Kühlhaus vor den Bürgern streng geheim gehalten. Es war ringsum umzäunt, es gab vorne ein Pförtnerhaus und eigentlich die normale Bevölkerung konnte hier nicht aufs Gelände. Weil es wurde viel mit Lebensmitteln gehandelt zu DDR-Zeiten. Und gegen die Wiesen halt. Und die Bevölkerung sollte eigentlich gar nicht wissen, was hier für Massen an Lebensmitteln gelagert worden sind, die dann im Endeffekt aber im Handel nie verfügbar gewesen sind. Ab dem Jahr 1984 begannen Umbaumaßnahmen, die sich als kompliziert erwiesen und bis zur Wende nicht beendet wurden. Dies führte schlussendlich zur Stilllegung des Geländes. Knapp 10 Jahre später gab es Hoffnung für das Kühlhaus, da die Frigolanda Dresdner Kühlhaus GmbH das Görlitzer Gebäude im Paket miterwarb. Die Investitionskosten waren zu hoch, als dass es sich gelohnt hätte, den Komplex zu restaurieren. So blieb es weitere 15 Jahre außer Betrieb. Neu belebt wurde das Gelände erst, als eine Gruppe junger Leute darauf aufmerksam wurde. Also in Gang gesetzt haben das Ganze eigentlich wir. Wir haben nach einer Location gesucht, wo man Techno-Partys machen kann. Das war der ganz ursprüngliche Ansatz, als wir 2006 aufs Gelände gekommen sind. Und haben dann 2 Jahre gebraucht, um bis zu dem Eigentümer vorzudringen. Und nach ein paar Gesprächen mit ihm ist es dann so gewesen, dass wir ab 2008 hatten wir dann einen Schlüssel und haben hier angefangen und haben das alles ehrenamtlich im Endeffekt wieder zu dem gemacht, was es heute ist.
Im Jahr 2012 wurde dann der gemeinnützige Verein Kühlhaus Görlitz e.V. gegründet. Die Umbaumaßnahmen wurden ausschließlich privat durch den Besitzer und die allgemeine Geländeverwaltung finanziert. Hilfe bekam das Kühlhaus zusätzlich durch die Robert-Bosch-Stiftung. Mit dem Bau der BMX- und Skatehalle floss erstmals städtisches Geld in das Projekt. Im Kühlhaus ist seit der Gründung des Vereins viel passiert. Zahlreiche Veranstaltungen finden im ganzen Jahr statt, die viele Besucher anlocken, wie zum Beispiel das Herbstfest, das Hexenfeuer oder der Weihnachtsmarkt. Unsere größte Veranstaltung ist das Hexenfeuer, was auch eher familienorientiert im vorderen Geländeteil stattfindet und dann auf dem Hauptgelände zu späterer Stunde mit Livebands und so weiter ausgeschmückt ist. Und da sind um die 3000 Gäste auf dem Gelände. Das ist die wichtigste Veranstaltung bei uns. Das ist aber noch lange nicht alles. Für kreative Leute verfügt das Kühlhaus sogar über ein Fotolabor und eine Siebdruckwerkstatt, in der jeder freizeitlich arbeiten und Spaß haben kann. Mittwoch ist Vereinstag, an dem man die Mitarbeiter des Kühlhauses persönlich kennenlernen und sich vom gesamten Projekt einen ersten Eindruck verschaffen kann. Wer beispielsweise Arbeitsfläche sucht, um sich selbstständig zu machen, ist dort jederzeit willkommen. Hallo, mein Name ist Björn Enders. Ich habe mich vor 5 Jahren selbstständig gemacht hier in der Werkstatt im Kühlhaus. Bin holzverarbeitender Betrieb, das heißt, ich baue Spielplätze, ich baue Außenanlagen, Carports bis hin zu Möbeln. Um das größtmögliche Potenzial aus dem Gelände zu schöpfen, ist für die Zukunft noch viel geplant. Auf ungenutzten Flächen sollen weitere Arbeits- und Wohnräume entstehen. Sogar der Bau eines Campingplatzes ist auf dem angrenzenden Gelände geplant. Eines Tages soll aus dem kulturellen und dem kreativwirtschaftlichen Teil kombiniert mit dem Tourismus ein Gesamtprojekt entstehen. Doch damit dieses Konzept aufgeht, sucht der Verein noch viele motivierte Mitglieder, die helfen, dem Kühlhaus eine große Bedeutung in der Stadt zu geben. Denn es wäre doch schade, wenn dieses einzigartige Projekt mit den sympathischen Leuten nicht so viel Anerkennung bekommen würde, wie es verdient. Es gibt immer die Möglichkeit, sich einzubringen und seinen eigenen Visionen freien Lauf zu lassen. Also, Lise, Jette, Elias und Janika, jetzt habt ihr die Chance, euch auszutoben. Hey Janika, was machst du eigentlich so in den Ferien? Na, bei dem Wetter würde ich ja am liebsten in den Süden, aber die Hotels da sind so richtig teuer. Naja, oder man nimmt einen Caravan. Lukas hat sich doch damit beschäftigt. Bald ist es wieder soweit. Sommerurlaub. Das heißt für die meisten ab in den Süden. Oder doch in die Berge? Entweder in die Berge oder ins Warme. Eher wo es warm ist und wo viel Wasser ist. Strand. Och, na, wir fahren überall hin. Eigentlich ins Warme. Mallorca oder Griechenland. Eher ins Warme, ans Meer auf jeden Fall. Wir waren jetzt immer die Jahre an der Ostsee. Im Sommer ins Warme. Frankreich. Ich bleib gern hier bei uns. Mehr Berge da. Also ein bisschen mit Wandern und Baden und so auch dazu. Ja, was mal geil wäre, wäre so Malediven oder so. Aber kann sich ja keine Sau leisten. Von daher reicht auch Ostsee oder so, ist auch ganz entspannt. Berge, Österreich. Meistens ans Meer, aber eigentlich bin ich da nicht so festgelegt. Eigentlich geht es eher um das Land, was mich interessiert. Neuseeland. Kuba. Australien, das war schon schön. Ans Meer? Ansonsten mache ich gerne Wanderreisen. Wir sehen, die Geschmäcker, was das perfekte Urlaubsland betrifft, gehen auseinander. Und ich schaue mir jetzt eine der wohl flexibelsten Möglichkeiten an, Urlaub zu machen, nämlich das Caravaning. An meiner Seite habe ich jetzt jemanden, der sich richtig gut mit Caravan auskennt. Urlaub im Caravan, was ist das überhaupt? Ja, Urlaub im Caravan ist vor allen Dingen Freiheit, würde ich sagen. Ungebundenheit, Naturnähe, Schlafen auf einem kleinen Raum. Aber ansonsten der Anteil des Tages, der spielt sich ja eigentlich draußen ab. Und das ist ja gerade das. Ich brauche keinen Caravan-Urlaub machen, wenn ich nur in diesem Gefährt sitzen möchte. Welche Vorteile bringt es noch, in einem Wohnwagen Urlaub zu machen? Na, ich habe im Grunde alles zur Verfügung, was ich in einer Ferienwohnung oder in einem Hotelzimmer auch habe. Ich habe eine Küche, ich habe Schlafräume, ich habe eine Dusche, eine Toilette. Wie funktioniert das genau mit der Küche und der Toilette? Na, es gibt einen Frischwassertank, ja, der wird befüllt zum Anfang. Und wenn ich die Wasserhähne öffne, dann fließt genau das Wasser wie zu Hause auch. Ich muss nur immer darauf achten, dass der Tank immer voll ist. Und bei der Toilette ist das ähnlich. Da gibt es eine Desinfektion oder ein Sanitärmittel, die Toilette reinigt oder
die Geruchsbelästigung in Grenzen hält. Und auf jedem Campingplatz gibt es Entleerungsstationen, wo die Kassettentoilette auch entleert werden kann. Funktioniert das hier mit dem Kochen? Das Kochen, das ist ein ganz normaler Gasanschluss. Also vorne im Caravan gibt es eine Gasflasche, die wird angeschlossen. Und dann hat man einen dreiflammigen Herd und dann kann alles gekocht werden, was man sich wünscht. Jeder Schrank hat eine Verriegelung, eine extra Verriegelung, also dass da wirklich die Sicherheit gewährleistet ist, dass dann nichts passiert. Es gibt Verdunklungsrollos an allen Fenstern, es gibt Fliegengitter vor jedem Fenster, vor der Tür, dass man auch mal die Tür offen lassen kann und eventuell auch des Nachtens bei offener Tür schlafen kann. Also mit 5 Personen, wie im normalen Auto, die haben mitfahren können, die würden hier auf alle Fälle auch übernachten können. Welche Kosten verursacht so ein Wohnwagen, wenn man auf dem Campingplatz ist? Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt schon mal drauf an, in welche Region und welchen Campingplatz man sich aussucht. Es gibt Komfort-Campingplätze mit Fernsehanschluss und so weiter und so fort, alles dran. Die sind dann ein bisschen preisintensiver, da kann man durchaus schon mal 30, 40 Euro bezahlen pro Nacht. Es gibt aber auch Preiswerte, wo man sagt, okay, da bin ich mit 15 oder 20 Euro dabei. Zusammenfassend kann man sagen, dass Caravaning eine tolle alternative Möglichkeit ist, Urlaub zu machen, denn es muss nicht immer das Hotelzimmer sein. Und damit zurück ins Studio. Ich bleibe nämlich jetzt noch eine Weile hier. So Nina, mir wird das leider ein bisschen zu kalt hier. Ich würde sagen, wir verabschieden uns und ab ins Warme. Ciao.